über die Jahre festgestellt, dass die Branding-Budgets, die Brand-Advertiser-Budgets noch nicht so stark vertreten sind in diesem Thema Real-Time-Advertising. Und genau deshalb wollen wir die Frage diskutieren, was müssen wir tun, um die zu bekommen. Wir haben so ein bisschen die Hausaufgaben der Werbungtreibenden gerade ja schon notiert, möchten das aber noch vertiefen. Und dementsprechend bitte ich auf die Bühne, ich schaue nochmal durch, ob alle vollzählig da sind, die sich dann dementsprechend kurz vorstellen. Mögt ihr kommen? Lars Magnus Kirschke von der Gruppe M. Am besten hier so von rechts aus die Plätze zu besetzen, weil das Licht hier so einfällt. Dominik Fassel, Jung von Matt. Uwe Becker von der Becker Media und Marketing Beratung. Dann in Vertretung für Holger Milfs heute von der Firma Adform. Und Hendrik Seifert von Coupona. Rückt am besten noch so ein bisschen zusammen, dass ihr wirklich alle, mögt ihr alle so ein bisschen weiter rüber rücken, dass wir alle im Licht sitzen und Hendrik, dass du nicht so ganz rechts vom Rand ab, dass wir auch auf das Video kommen. Es wird ja auch aufgezeichnet. Ja, willkommen. Mögt ihr vielleicht einmal kurz euch selber so in zwei Sätzen vorstellen mit Name, der Name der Firma, für die ihr steht und was die machen, was eure Rolle da ist. Denn das ist ja das Spannendste. Kreativagentur hier beispielsweise hat man gemacht, oder Coupona sind Sachen, die man auf den ersten Blick mit ganz anderen Dingen assoziiert als damit, wie kriegen wir mehr Branding, Werbungtreibende in das Thema LTA. Daher so kurz in einem Satz Name, Position, Hintergrund. Fangen wir bei dir an, Lars. Ja, das wird ein langer Satz. Lars Kirschke. Ich bin Digitalchef der Gruppe M. Gruppe M bündelt die Media-Aktivitäten innerhalb der WPP. Da gehören Media-Agenturen dazu wie Netzwerk Mediacom, die MEC, Mindshare und Maxus. Es gehören aber auch Digitalunternehmen dazu wie eine Plista im Bereich Native Advertising, wie eine Plista im Bereich Performance and Search und wie eine Xaxis im Bereich Audience Buying. Zweiter Punkt meiner Aufgabe ist im Endeffekt das, was auch, ich glaube, eine Menge der Firmen aktuell tun, sie auch eine Telekom etc., nämlich eine digitale Transformation im eigenen Haushalt durchzuführen und zu gucken, dass wir in unseren Strukturen, in unseren Jobprofilen etc. uns digitalisieren und eben genau diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dominik. Ja, hallo, mein Name ist Dominik Fassel, ich bin von der Werbeagentur Jung von Matt. Seit zwei Jahren beschäftige ich mich in der Stabsfunktion mit Beteiligungsmanagement und eben auch mit der strategischen Weiterentwicklung unserer Gruppe. Die meisten verbinden mit Jung von Matt tolle TVCs, aber wir denken schon viel weiter und die technische Entwicklung wird uns auf der einen Seite viel mehr abverlangen, aber auf der anderen Seite für unsere werbetreibenden Kunden und für uns auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Deswegen bin ich dankbar, heute hier sein zu dürfen, als, glaube ich, einer der wenigen von einer vermeintlich klassischen Kreativagentur. Ja, Uwe Becker, ich bin selbstständiger Media- und Marketingberater und berate Medien, Werbungtreibende, aber auch Organisationen oder Verbände in den diversen Media- und Marketingfragen, die sich so ergeben. Das mache ich jetzt seit einem Jahr. Wo habe ich mein Know-how her? Ich habe 29 Jahre bei Unilever gearbeitet als Mediadirektor für DACH und in dieser Funktion auch 6 Jahre Vorsitzender OWM und in dieser Funktion natürlich auch in allen möglichen Gremien und Ausschüssen vertreten gewesen und in sehr vielen Themen mit drin gewesen oder auch Themen gesetzt. Jörg? Mein Name ist Jörg Vogelsang. Ich vertrete heute Herrn Holger Mies. Ich arbeite für Adform als Vice President Publisher Platforms mit einem Fokus auf Europa. Adform ist einer der letzten unabhängigen Ad-Technologieanbieter und wir bieten wirklich die Lösungen angefangen auf der Advertiser-Seite bis hin zur Publisher-Seite an. Meine Rolle ist der Fokus auf die Publisher-Seite. Also ich kümmere mich darum, dass wir unseren Footprint auf dieser Seite erweitern, gerade auch mit einem Schwerpunkt auf programmatische Aufgabestellungen. Hendrik, rück gerne noch ein Stück näher ran. Rück gerne noch ein Stück näher ran, du bist so weit außen. Kannst du mich überhaupt verstehen? Die Akustik ist ja so ein bisschen schwierig. Die Küche wäscht ist ein bisschen schwierig, aber ich streng mich an, zuzuhören. Okay. Mein Name ist Hendrik Seifert, ich bin geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Coupona GmbH. Ja, wir sind nicht so bekannt wie die anderen Kollegen, aber bewegen uns jetzt doch schon seit fast 11 Jahren im deutschen Markt.
und haben uns in der Vergangenheit als Display-Performance-Spezialist hin über das Thema Retargeting, wo wir innerhalb der letzten 5 Jahre satte 850 Online-Shops verpixelt haben, sehr stark entwickelt, immer mit einem ja, performance-orientierten Leistungsversprechen. Das wandelt sich jetzt sehr stark. Wir haben diese vielen 100 Online-Shops, die wir uns erschlossen haben, zu einer neuen Geschäftsgrundlage entwickelt, denn ich habe die letzten 3 Jahre hier auf der Konferenz, glaube ich, sehr gut aufgepasst und habe verstanden, dass wir mehr Transparenz bei Daten benötigen und vor allem, dass die Nachfrage nach Buying Intent Data signifikant gewachsen ist. Also Audience-Daten, gut und schön auf der einen Seite, aber konkrete, reale Kaufinteressensdaten bekommen wir in allererster Linie von Online-Shops. Diese haben wir uns erschlossen aus erster Hand, dürfen, sind autorisiert, diese User-Profile zu nutzen und zwar nicht für vermeintlich konkurrierende Online-Shops, sondern für die Herstellerindustrie. Und ich glaube, das ist eigentlich heute auch das Motto des Panels, wie können wir mehr Brand-Advertiser aktivieren, und darauf haben wir eine Antwort gefunden, nämlich indem wir die User-Profile der Online-Shops für die Herstellerindustrien erschließen und ein schönes symbiotisches Konstrukt zwischen Profildatenlieferanten geschaffen haben. Sehr, sehr langer Satz. Ich springe gleich mal so ein bisschen, weil wir sehr knapp in der Zeit sind. Wir haben einerseits den Aspekt, dass immer noch sehr viel weniger Werbeausgaben in Online fließen, als wir das vor Jahren gedacht haben. Ich habe vor 20 Jahren zu Anfang meiner Karriere immer gesagt, ich bin jung, ich kann warten, bis alles digital ist. In Wirklichkeit sind das gerade mal 10% der Werbeausgaben in Deutschland. Von diesen Online-Werbeausgaben, wie viel schätzt ihr, sind derzeit in Programmatic, in Realtime unterwegs? Und was muss ich tun, um das zu ändern? Fangen wir am besten mit dir an, Lars. Ich glaube, dass die Zahlen ein bisschen niedriger, also man muss Programmatic unterscheiden. Google ist Programmatic, da ist massives Geld drin. Reden wir über Display, reden wir im niedrig einstelligen Bereich. Ich vermute mal, dass es wirklich tatsächlich um die 10-12% liegt, obwohl die offiziellen Zahlen ungefähr bei 15-16 liegen. Was passieren muss, ich glaube, es ist eine Menge notwendig, wenn wir über das Thema Brand reden, Aufklärungsarbeit, noch deutlich mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, als es heute der Fall ist. Ich glaube, dass viele Panel-Teilnehmer, die heute auch auf dem Podium gesessen haben und die 10%, die heute repräsentiert sind, sehr stark aus dem Performance-Bereich kommen, also sehr früh in diesem Stadium und im Open Market unterwegs waren. Brand ist ja etwas verhaltener, auch hier wieder sehr weit gespreizt. Eine Telekom hat natürlich ein ganz anderes Interesse, ein ganz anderes Business-Empfinden, als das beispielsweise der Bereich FMCG hat, wo ein Handel dazwischen steht, wo ich Probleme habe, einfach einen Konsumenten, sage ich mal, sowohl von der Awareness halt irgendwann auch in den Bereich Performance zu bringen. Ich glaube, da ist eine Menge noch zu leisten. Wir erleben das und das ist auch eine der Aufgaben der Agenturen, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, zumal die Kompetenzen ja nicht zwingend in den Unternehmen heute vorhanden sind. Ich meine, wenn wir uns angucken, wer hier Sponsor ist und auch ein Großteil des Auditoriums, dann sehen wir, dass viel Technologie hier anwesend ist, Technologie, die wir brauchen, aber das führt halt zu einer hohen Komplexität, die heute die Unternehmen häufig gar nicht erfüllen können mit ihrer Manpower und darauf angewiesen sind, dass ihnen jemand hilft, eben diese Komplexität zu erschließen. Wer das sehr gut tut, weil es nicht komplex ist, sind natürlich Global-Anbieter wie in Google, die mit einem ausgreifenden Tech-Stack kommen und sagen, okay, wir können euch Solutions bieten von A bis Z, das sind die Facebooks, das sind Apples, Amazons und Ebays dieser Welt. Auch ein sehr langer Satz. Kann auch länger. Nur so ganz kurz, wo siehst du den Anteil an RTA in Deutschland und was kann man tun, ihn zu steigern? Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so beurteilen, weil Lars ja wahrscheinlich mit der Group M in dem Bereich 40% des Marktes überblickt. Also okay, glauben wir eben seine Zahlen. Oder auf jeden Fall nicht marktbeherrschend er agiert. Also viel spannender finde ich die Frage, wo sich der Markt hin entwickeln wird. Also wir haben heute Wachstumsraten gehört, die ja auf dem niedrigen Niveau bei 100% liegen, aber spannender wird, welches zusätzliche Inventar da reinkommen wird. Und wenn der Weg, wie jetzt in den USA sich abzeichnet, dahin geht, dass TV über Programmatic zu kaufen ist, dann hat das für uns einfach eine überragende Bedeutung. Also sprich, in 5 Jahren ist meine These, wird das meiste an relevanter Werbung über IP aussteuerbar sein. Und deswegen müssen wir uns jetzt mit den Themen beschäftigen, um in 5 Jahren darauf eingestellt zu sein. Also du sagst, alles wird Programmatic. Herr Becker, Matthias Ehrlich sagte heute Morgen,
sagen, bei 50% ist Schluss. Irgendwo gibt es jede Menge Inventar, was nie programmatisch gehandelt werden wird. Wie sehen Sie das aus der Perspektive Ihrer Kunden? Die Frage ist natürlich, was machen die Anbieter, wie viel geben sie in Programmatic rein? Die zweite Frage von Seiten der Kunden ist natürlich, wie ist es mit der Qualität, auch die Qualität der Ansteuerbarkeit. Wenn ich gewisse Themenumfelder haben will und nur die haben will und keine anderen, kann das dann langfristig auch sinnvoll gesteuert werden über Programmatic oder noch nicht. Am Anfang hat Programmatic so ein bisschen angefangen bei den Werbungtreibenden immer so ein bisschen mit so einem leichten Ruf von Resterampe. Das ist es ja lange nicht mehr, aber man kämpft irgendwie immer noch gegen den Ruf ein bisschen an und macht es schwierig. Und Jörg, wir hatten im Vorgespräch gesprochen, ihr seid ja europaweit sehr stark aktiv, habt Vergleichszahlen aus unterschiedlichen Märkten. Kannst du so ein bisschen nennen, wo steht Deutschland da im internationalen Vergleich, Programmatic-Anteil? Also bei den wichtigen Werbemärkten muss man leider sagen, wir sind zwar Weltmeister geworden 2014, aber was programmatisch anbelangt, da spielen wir eher Kreisklasse. Also es sind, glaube ich, so auch um die 15%, würde ich sagen, in Deutschland. UK sind wir sicherlich schon weit darüber hinaus. Da müssten wir so um die 40 bis hin zu 50 sein. Niederlande sicherlich auch 50. USA ziemlich weit vorne mit 70. Das Nicken finde ich auch gut. ich glaube, wir stehen da ziemlich weit hinten. Und ich glaube, dass gerade das Thema Transparenz ist ein wichtiges Thema, große Werbeformate, Offenheit, das sind Sachen, an denen wir arbeiten müssen und wir als technischer Dienstleister versuchen natürlich genau diese Dinge dann technisch auch so zu öffnen für Publisher, dass ein Publisher trotzdem noch das nötige Maß an Kontrolle über seine Werbeplätze hat, selbst wenn er sie programmatisch öffnet, was wir alle sehen wollen. Im Übrigen sehen wir da auch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir beschäftigen uns auch mit Digital Out of Home und ähnlichen Themen. Wir glauben sehr stark daran, dass programmatisch oder dass auch diese Budgets und diese Inhalte irgendwann programmatisch gehandelt werden. Auf das Thema Transparenz in Agenturen möchte ich gleich noch kommen. Das haben uns die Kunden ja auch mit auf den Weg gegeben. Aber vorher noch, Hendrik, zu dem Aspekt, wie schaffen wir es, Branding-Budgets in das Thema RTA reinzubekommen? Kannst du mich hören, da drüben, so in der weiten Entfernung? Es geht, ich muss mich anstrengen, aber es geht. Wie schaffen wir das? Uns gelingt es bereits. Also wir haben insbesondere über die letzten 12 Monate uns Gedanken gemacht, wie schaffen wir das, große Brands, insbesondere Hersteller-Brands, ins datengetriebene Display-Advertising zu shiften. Indem wir uns mit ihnen unterhalten haben, was ihr Interesse ist, was sie eigentlich wollen. Und wir sehen einen starken Trend in der Herstellerindustrie-Seite, dass man näher an den Endkunden heran möchte, nicht am Handel vorbei, sondern durchaus mit Hilfe des Handels. Und deswegen war das für uns der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, wenn Herstellerindustrien bereit sind, sehr relevante Budgets auszugeben im Display-Advertising, im Programmatic-Advertising, auch noch mit der Anforderung auf konkrete Kaufinteressensdaten. Das ist das, wo Sie hinwollen. Audience auch. Wir haben uns gestern schön über das Thema Branding unterhalten. Das lassen wir mal ein bisschen außen vor. Denn ich sag mal, in Zeiten von Customer Journey Tracking und ist diese Trendschärfe zwischen Branding und Performance auch nicht mehr so klar. Letztlich habe ich heute die Möglichkeit, durchaus zu messen, welche Media Assists Branding und Display Media Aktivitäten auf den Abverkauf hinten auch auszahlen. Und unsere Hersteller haben den Bedarf nicht nur nach Kaufinteressensdaten, sondern, und das ist etwas, was die meisten Data Marketplaces heute nicht anbieten, nämlich eine absolute Transparenz darüber, wo kommen denn eigentlich die Kaufinteressensdaten her? Was steckt wirklich dahinter? Schuhinteressierte Frauen, ja, ganz nett, aber steckt da ein Blog dahinter? Ist da eine Content-Seite dahinter? Ist das ein Online-Shop oder was auch immer? Und wir haben gesagt, wir müssen die Buying Intent Data Quelle Nummer 1 für die Herstellerindustrien erschließen. Und das sind die großen Online-Shops, die bisher mit Zurückhaltung geglänzt haben, deswegen, weil sie Angst hatten, dass ihre User-Profile zu potenziellen Wettbewerbern gelangen. Aber wenn in Richtung der Herstellerindustrien Approval-Prozesse angeboten werden, das heißt, wenn der profilliefernde Online-Shop eine Kontrolle darüber hat, wer ist denn der Hersteller, der werbende Hersteller auf meine User-Profile, dann werden wir auch seitens der Online-Shops mehr Bereitschaft haben,
Buying Intent Data zu bereitzustellen und auch von Seiten der Hersteller auch mehr Werbebereitschaft. Also das heißt, ihr setzt ganz stark auf dieses, was ich vorhin bilateralen Datenhandel genannt hatte, was Miriam von Sixt ja auch meinte, dass sie eigentlich ganz, ganz spezielle Datenpunkte suchen, die nicht frei auf dem Markt erhältlich sind, die nicht für jedermann geeignet sind, sondern die an sich nur einen Käufer und einen Verkäufer interessieren. Absolut, absolut. Seht ihr darin Geschäftsmodell für die Zukunft, Datenhandel zu individualisieren und da letztendlich doch wieder manuelle Trader ans Telefon zu setzen, anstatt große Datenanbieterplattformen? Vielleicht in einem Satz oder auch gerne das Mikrofon weitergeben, sozusagen, wenn ihr sagt, glauben wir nicht dran, können wir uns nicht so richtig vorstellen, dass das für unsere Agentur, für uns als Dienstleister ein Geschäftsmodell wird, Daten zu vermitteln zwischen Kunde A und zwischen Kunde B? Wir sind hier deutlich in der beratenden Funktion. Eine Agentur nach einer grundsätzlichen Thematik zu fragen, ist schwierig, weil es natürlich die Bandbreite aller Kunden gibt, die unterschiedlichste Interessen haben. Heißt, wir haben großes Interesse, dass qualitative Daten auf den Markt kommen, dass es eine gewisse Standardisierung der Daten gibt, damit wir sie halt übergreifend einsetzen können. Also Bestrebungen seitens der Verbände, hier Standards zu etablieren, was die Anlieferung angeht, finde ich absolut hervorragend, auch um, ich sag mal, diese Daten sinnhaft miteinander zu verbinden, um die Reichweite zu erhöhen und diese Silos endlich aufzubrechen. Das wird eine der großen Aufgaben sein, die wir aktuell haben. Also für uns als Kreativagentur ist jetzt Datengenerierung sicherlich kein Problem. Wir sind der klaren Meinung, dass die Kunden erkennen müssen, dass die Daten ihr eigentliches Add-on ist. Und so, das war ja auch in vielen der Diskussionen Thema, sobald sie die Datenhoheit abgeben, verlieren sie eben einen Teil ihres Wettbewerbsvorteils. Und deswegen glauben wir eben auch, damit wirkliche Brand-Advertiser signifikante Budgets ins Programmatic Buying geben, müssen auch die Kunden das verstehen und sich dann auch anders ausrichten von der Organisation her. Also wir haben jetzt eben auf der Kundenseite, das hat auch hier Florian sehr schön gezeigt, diese verschiedenen Datenpools. Wir haben POS-Daten, wir haben CRM-Daten, wir haben die Web-Analytics-Daten, wir haben die Daten aus dem Media-Geschäft, die müssten im Grunde gepoolt werden und daraufhin müsste dann auch die Organisation ausgerichtet werden, weil wir haben jetzt schon die Fragestellung bei den Kunden, die dann aber sofort dazu führen, wir hatten die Hoheit über diese Daten. Darf die Media-Agentur meine CRM-Daten haben und umgekehrt? Das sind Diskussionen, die zurzeit verhindern, dass die Kunden sich erfolgreich mit den Thematik auseinandersetzen können. Ja, wir sind knapp in der Zeit, deshalb möchte ich gleich zu dem Thema springen, was uns ja die Kunden vorhin eigentlich auch mit auf den Weg gegeben haben. Die haben gesagt, Agenturen verfolgen Eigeninteresse, deshalb machen wir das lieber in-house. Ich habe noch zwei weitere Statements, die scheinbar erstmal nicht dazu passen, aber die so diese Großwetterlage für Agenturen vielleicht ein bisschen beschreiben. Einerseits der Chef der ehemals größten deutschen Mediaagentur sitzt seit 8 Jahren im Gefängnis und andererseits in den USA sagte der ehemalige Chef von Mediacom, einer der größten Agenturnetzwerke weltweit, liebe Kunden, überlegt, wie weit ihr euren Agenturen trauen dürft. Die machen zu immer geringeren Margen auf Kundenseite immer größere Profite. Und das kocht jetzt so letzte Woche hoch. Das sind so drei Statements, die zwar erstmal nicht zusammenpassen, aber vielleicht so die Großwetterlage für Agenturen beschreiben, mit diesem Aspekt Transparenz. Das heißt, wie müssen sich Agenturen verändern, um in diesem Markt digitales Marketing weiter dabei zu bleiben? Da vielleicht mal so von links nach rechts in die Runde. Zum einen glaube ich nicht, dass die Großwetterlage beschreibt, sondern es ist ein relativ einseitiges Bild. Thema Argwohn ist, das erleben wir nicht als grundsätzliche Haltung uns gegenüber. Was definitiv notwendig ist, ist, dass wir Transparenz herstellen über das, was wir tun. Nicht nur wir, sondern alle Marktteilnehmer, dass allen klar ist, wie sieht ein Geschäftsmodell aus, womit wird Geld verdient. Gucke ich mir einen Tech-Anbieter an, dann muss ich wissen, wie macht er seine Marge, nicht wie viel macht er, sondern er muss wettbewerbsfähig sein, das muss ich im Markt vergleichen können und sagen, ich wähle das Angebot aus, was mir passt, aber ich muss gucken, hat er ein Eigeninteresse, vielleicht noch Media mit rein zu verkaufen und macht sein Geschäft eigentlich über eine Marge, über einen Media-Einkaufs-Verkaufs-Arbitrage. Ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, die im Moment stattfinden muss, weil halt viele am Markt unterwegs sind und da die Interessen wirklich sauber zu verorten und auch nachzufragen, bis ich irgendwann an einen Punkt komme, wo keine Transparenz scheinbar gewährt wird, um wirklich festzustellen, was das Geschäftsmodell dahinter. Dazu ermutigen wir auch unsere Kunden, das bei uns zu tun, aber eben halt auch bei allen anderen Marktpartnern, die unterwegs sind, vor allem halt auch im Programmatic- und Technologiebereich. Dominik? Das Transparent-Thema bei den Mediaagenturen ist ja wirklich jetzt schon Jahrzehnte alt.
Ich denke, die Mediaagenturen, und ich bin ja jetzt bei einer Kreativagentur, leisten einen erheblichen Mehrwert, indem sie eben die Pricing Power der Medien sozusagen denen etwas gegenüberstellen. Und das ist in der Tat auch eine große Frage, ob das Überangebot im Display-Bereich dann auch vielleicht in anderen Bereichen dazu führt, dass diese Buying Cloud, die eben große Media-Networks haben, die bisher notwendig waren, um die Pricing Power der Medien, sag ich mal, zu konterkarieren, ob das so eine überragende Bedeutung in der Zukunft haben wird. Mhm. Und in den letzten Jahren war es eben immer so, dass die werbetreibenden Kunden sich dann doch immer wieder für Mediaagenturen entschieden haben, weil sie da das Angebot bekommen haben, was sie gewollt haben. Und ich meine immer, dass die werbetreibenden Kunden ja nicht doof sind, sondern die Agenturen kriegen, die sie fordern. Aber das kann sich auch ändern, wenn über eine technologische Plattform die Buying Power, die Buying Cloud der Mediaagenturen nicht mehr so eine Bedeutung hat wie in der vergangenen Zeit. Der zukünftige Chef Jung von Matt hat vor kurzer Zeit gesagt, Mediaagenturen braucht kein Mensch. Herr Becker, unterschreiben Sie das oder müssen es einfach nur andere Agenturen sein? Also diese Aussage halte ich für ziemlichen Quatsch. Wir werden auch weiterhin die Expertise von Mediaagenturen haben müssen, weil sie in den Unternehmen nicht in diesem Maße vorhanden ist. Die Frage ist aber nichtsdestotrotz, eine gewisse Offenheit und Expertise muss im Unternehmen sein, denn das Thema Transparenz oder Intransparenz, da gehören immer zwei dazu. Ja, ich muss als Kunde auch die Transparenz einfordern, ich muss mich mit den Dingen auch auseinandersetzen und vor allen Dingen, ich muss die Agentur auch fair und leistungsgerecht bezahlen, damit das überhaupt alles sauber funktionieren kann. Ich kann nicht die Augen zumachen und sagen, ist ja alles so schön billig hier und in Wirklichkeit finanziert sich die Agentur über andere Geschäftsmodelle. Also die Frage bleibt im Raum, wie müssen sich Mediaagenturen und insgesamt Agenturendienstleister verändern, damit wir mehr Budgets in das Thema Realtime-Advertising bekommen. Aber ich mag nochmal auf die anderen Punkte kommen. Wir hatten im Vorfeld in den Vorgesprächen herausgefunden, dass es hauptsächlich vier Punkte sind. Die Organisationsstruktur der Werbungtreibenden, die noch nicht auf Realtime-Advertising ausgerichtet ist. Die Technologie. Dann dieser Aspekt, wer will eigentlich Auktionen? Wollen wir nicht doch lieber einen langfristig absehbar vorhersehbar ausgehandelten Preis und die Inventarqualität, die Umfelder, die in Realtime-Advertising bislang angeboten werden. Vier ganz unterschiedliche Punkte. Sehen Sie da den Punkt, dass sich das alles von selber schon entwickeln wird oder welche Player in dieser Branche müssen noch was tun, um das besser hinzubekommen, die Organisationsstruktur der Kunden, die Technologie zu verändern, das Thema Auktionen zu hinterfragen, doch zurück zum Festpreis und das Thema Inventarqualität. Fangen wir vielleicht mal von links an, Hendrik. Ja, ich fange mal beim Thema Inventarqualität an. Also das Thema Inventarqualität war für uns auch einer der Punkte, warum wir, obwohl wir sehr stark auf Data-Driven Display hinaussteuern, eigentlich lange Zeit zurückhaltend waren im Programmatic Buying. Warum? Weil während der ganze Markt dieses Thema hochgehypt hat, wir haben das auch in Artikeln veröffentlicht, mit dem erhobenen Zeigefinger mal einmal aufgezeigt haben, dass die Traffic-Qualität und die Brand-Safety von Media-Inventar aus dem Programmatic Buying nicht so Brand-Safety ist, wie sie hätte sein sollen und bis heute auch teilweise ist. Das heißt, obwohl wir heute vermeintlich Möglichkeiten haben des Whitelisting und Backlistings, ist es trotzdem so, dass immer wieder, und auch die großen Retargeter dieser Welt werden diesen Pain kennen, dass immer wieder Kampagnen in Umfeldern landen, wo man sie möglicherweise nicht so gern hätte. Das heißt, im Thema Inventarqualität und vor allem Publisher-Transparenz, das heißt, worauf biete ich tatsächlich, da gibt es noch Nachholbedarf, zum einen, zum zweiten auch das Thema above the fold und below the fold. Wenn man, buchen wir doch heute mal eine Kampagne ein, mit dem Targeting-Kriterium above the fold. Wenn man das tut und dann mal das Kriterium weglässt und sagt, ich gehe tolerant damit um und buche above und below the fold, habe ich ein Traffic-Mengenunterschied von Faktor 1 zu 10. Hm. Das heißt aber nicht, dass 90% im nicht sichtbaren Bereich sind oder im Second oder Third Screen, sondern die SSPs und auch die Publisher geben dieses Targeting-Kriterium leider nicht ausreichend mit, was mich automatisch dazu bringt, dass ich im Programmatic Buying zwangsläufig das Above the Fold weglasse, was dazu führt, dass ich dann plötzlich 15-20% below the Fold. Das ist Realität und da haben wir Nachholbedarf in jedem Fall.
Thema Technologie kann ich nicht so viel zu sagen. Aber gehen wir gleich weiter. Ja, seht erst, dass eure Hausaufgaben auch einerseits die Technologie einfacher bedienbar zu machen, die ihr anbietet, andererseits auch die Marktpartner stärker zu schulen? Also auf die vier Punkte zurückzugehen, natürlich fokussieren wir uns auf den technischen Teil. Und Hendrik hat ja jetzt auch ein paar Themen genannt, die bei uns als Hausaufgaben auf dem Tisch liegen. Viewability ist sicherlich ein wichtiges Thema. Da haben wir allerdings auch Lösungen, von denen ich auch selbstbewusst behaupten würde, die funktionieren gut. Auch das Thema Brand Safety, da arbeiten wir mit Partnern zusammen, um das zufriedenstellend und auch richtig zu lösen. Das können wir auch gerne demonstrieren. Und ansonsten gibt es natürlich eine ganze Menge technischer Herausforderungen, um Programmatic wirklich auch in die nächste Stufe zu bekommen, um mehr Brand-Advertising im programmatischen Bereich möglich zu machen. Hochwertige Formate sind sicherlich ein wichtiges Thema, das haben wir kaum bisher angesprochen. Ich brauche Formate, Rich-Media-Formate, mit denen ich wirklich die Aufmerksamkeit der Konsumenten bekommen kann, nicht nur kleine Medium-Rectangles, die irgendwo auf der Seite sich mit anderen um Aufmerksamkeit prügeln. Cross-Device-Tracking ist ein wichtiges Thema. Mobile hat längst stattgefunden, also wir brauchen nicht mehr auf das nächste große Jahr Mobile zu warten. Aber das sind neue Herausforderungen, die wir natürlich auf der technischen Seite lösen müssen und die sich so in einer Minute hier sicherlich nicht mehr komplett darlegen lassen. Herr Becker, Ihre Minute. Was muss sich die Branche noch entwickeln, damit die Branding-Budgets besser in das Thema Realtime kommen? Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die alle mitmachen müssen und wo alle auch miteinander reden müssen. Was sind die Anforderungen, wo sind die Grenzen, um dann auch, ich sag mal, sowohl auf Agentur als auch auf Werbung treibende Seite ein Gefühl zu kriegen über das, was da passiert und es besser einschätzen zu können. Ich glaube, vor allen Dingen ist das ein Henne-Ei-Problem, weil nicht genug Nachfrage da ist, gibt es kein Angebot auf den Marketplaces. Also im Grunde wird es irgendwann so einen Tipping-Point geben, wo es dann abgeht. Ich glaube, das wird innerhalb der nächsten 5 Jahre passieren oder ob das nächstes Jahr ist oder in 2 oder in 3, ich weiß es nicht. Aber die Effizienzgewinne rein, wenn man es jetzt unabhängig von den Pricing-Modellen im Auktionsthema sieht, ist einfach sehr effizient programmatic einzukaufen, was die werbetreibenden Kunden wieder in die Lage versetzen würde, das selber direkt zu machen, wenn sie es denn möchten. Aber wir haben ja auch gerade viele Werbetreibende heute gehört, oder zumindest die Deutsche Telekom, die sich dann auf ihre Agentur verlässt. Also es wird spannend und es bedarf, glaube ich, eines großen, mutigen Kunden, der das so haben möchte. Also ich glaube, Henne-Ei bedingt. Wir haben einen riesen Nachfragemarkt im Moment, der da ist. Und wenn es um großformatige oder um große Formate geht, um Branding-Formate, um Bewegtbild geht, haben wir eher das Problem, dass das Angebot relativ gering ist oder nur von Einzelnen verstärkt angeboten wird. Ich glaube, dass das Thema, was du angesprochen hast, geht man in eine Auktion oder wählt man andere Einkaufsformen, dass das ein Lösungsansatz ist. Das heißt, wirklich über Private Marketplaces, Preferred Deals etc. den Inventargebern von hochqualitativen Inventar eine Sicherheit zu geben, dass die Marge nicht ins Bodenlose fällt, weil die Preise einfach so niedrig sind, sondern dass man hier eine Struktur findet, die ein gewisses Preisniveau hält, was im Interesse aller ist, weil wir brauchen qualitativen Content. Da glaube, da ziehen wir alle an einem Strang. Auch für Kooperationen. Wir brauchen die User, die interessiert sind an bestimmten Themen, wo sie stattfinden. Wir brauchen, dass Marken sich verbinden, Medienmarken mit den Marken der Werbung treibenden. Und dieses Umfeld muss geschaffen werden. Und wenn die Angst regiert, dass die Marge sofort ins Bodenlose fällt an Premium-Inventar, dann wird das, ich sage mal, sehr zögerlich einfach passieren, dass dieses Inventar zur Verfügung gestellt wird. Deshalb plädieren wir halt auch sehr stark für das Thema Private Marketplaces. Das muss nicht in Festpreisen zementiert werden, aber halt, sage ich mal, in einem Rahmen, wo vielleicht nur ein begrenzter Bieterkreis stattfindet und das Risiko für viele halt überschaubar bleibt. Verstehe. Ja, wir haben schon so ein bisschen die Zeit überzogen. Trotzdem, Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum muss sein. Gibt es da Fragen? Dann bitte Hand hoch. Fragen aus dem Publikum? Keine vorhanden. Ja, wenn das so ist, dann hätte ich jetzt noch 10, 20 andere Fragen gehabt, aber ich denke, das schaffen wir heute nicht mehr, sondern setzen das entweder heute Abend beim Bier oder bei der nächsten Gelegenheit, die sich bietet, fort. Daher vielen Dank an die Teilnehmer auf dem Panel. Applaus und bis zur nächsten Gelegenheit. Danke. Tschüss.